In Australien wird gerade eine komplett neue Rennstrecke gebaut und der Modder Frosterberry hat in Zusammenarbeit mit der Firma, die die Strecke bauen lässt, bereits eine erste Mod für Assetto Corsa gemacht. Und die schauen wir uns heute an. Ich erzähle euch ein bisschen was, was das Projekt so spannend macht und ich versuche 100 australische Dollar zu gewinnen. Los geht's. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Champion Joe. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und wir sind heute mal wieder auf Overtake unterwegs, beziehungsweise Race Department mit der neuen Mod Black Rock Motor Resort von Frosterberry. Der hat das ganze Ding umgesetzt. Ich packe euch den Link zum Download natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Dann könnt ihr euch die Strecke auch schon runterladen. Ist noch in der 0.9, also nicht eine Vollversion. Im Internet gibt es schon eine Webseite über den Black Rock Motor Park. Da steht aber noch nicht allzu viel drauf. Da ist in erster Linie ein YouTube-Trailer. Was das Projekt auf jeden Fall ist, ist ein neuer Motorsportclub in Australien, in New South Wales. Das ist in der Nähe von Newcastle, aber nicht das Englische, sondern wie gesagt das australische Newcastle. Das ist so ein paar Stunden entfernt von Sydney. Und da wird jetzt dieser neue große Motorsportpark gebaut, der in erster Linie für Sicherheitstraining, Ausbildung von Fahrern, also von reichen Säcken und echten Motorsportfahrern, sowie zum einfach ein paar Runden drehen gebaut wird. Aktuell gibt es da noch keine Pläne in der Zukunft, diese Strecke zu benutzen für große Motorsportereignisse. Könnte sich aber tatsächlich anbieten, denn wir haben hier einen vollkommen ausgewachsenen Kurs, der vor allem für GT3-Fahrzeuge besonders geeignet ist, so wie es scheint. Hier haben wir ein paar erste Bilder davon, es gibt einige Höhenmeter, es gibt hier sogar so eine Omega-Kurve und da sind wir auch schon dabei. Wer hat die Strecke designt? Thielke, beziehungsweise seine Firma Thielke Design, Thielke, keine Ahnung wie die Firma heißt. Die sind beauftragt worden, die Strecke zu entwerfen und die wird jetzt gerade tatsächlich in Australien gebaut und Frosterberry hat das gesehen und hat sich gedacht, yo, mega geil. Vielleicht kann man daraus eine coole Assetto Corsa Mod machen. Und hat die einfach mal angeschrieben und innerhalb von 2 Tagen Rückmeldung bekommen. Die waren Feuer und Flamme. Ja, mega geil. Dann können wir unser Projekt noch besser vermarkten, wenn es eine fahrbare Version davon gibt. Und haben alle möglichen Daten mit Frosterberry geteilt, weshalb die Strecke in relativ kurzer Zeit tatsächlich umgesetzt werden konnte. In einem guten fahrbaren Status. Ich bin sie noch gar nicht gefahren, das machen wir jetzt gleich zusammen. Dann schauen wir uns die Strecke mal zusammen an, was sie denn alles so kann und ob die wirklich eine richtig gute Strecke ist. Es gibt schon sehr viele gute Thielke-Strecken da draußen. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, wie die hier ist. Und bevor wir uns auf die Strecke wagen, der Abschnitt hier noch. Es gibt bis Ende April eine Hotlap-Competition von Frosty, von seiner Community, wo man 100 australische Dollar gewinnen kann. Der Server läuft 24/7 mit den Kunos GT3-Fahrzeugen. Hier ist der Link, könnt ihr dann auch ausprobieren. Und da werden wir uns nachher auch noch reinschmeißen. Nachdem wir die Strecke ein bisschen kennengelernt haben, werde ich mal versuchen, ein bisschen zu hotlappen. Allerdings habe ich noch kein offizielles Leaderboard oder so gefunden, weshalb ich jetzt nicht weiß, wer da überhaupt führender ist und wie schnell man fahren muss, um vorne anzugreifen. Falls ich noch was in Erfahrung bringen sollte, lasse ich es euch wissen noch später hier im Video oder unten in den Kommentaren, angepinnter Kommentar, wo ihr denn ein Leaderboard finden könnt. Aber jetzt schwingen wir uns erstmal auf die Strecke und gucken uns an, ob da in Australien wirklich die neue Wunderstrecke entsteht. Alright, Freunde, wir sind gelandet. Das Black Rock Motor Center. Habe euch noch gar nicht erzählt, warum Black Rock. Da war früher irgendwie eine Mine oder sowas. Ich glaube, das ist so eine alte Mine gewesen, die da in der Nähe war. Und Black Rock wird wahrscheinlich die Kohle sein, die sie da abgebaut haben. Und basieren darauf, also da wird jetzt keine Kohle mehr abgebaut. Und stattdessen dieses neue Motorcenter gebaut. Und so kam es dann wohl zum Namen. Wir fahren raus. Muss aufpassen, da ist noch ein anderes Auto auf der Strecke. Der kommt jetzt gleich. Und ich fahre eine super langsame Runde. Ist egal. Hier geht es erstmal den Berg nach oben. Relativ harte Anbremszone dann hier, wenn wir da mit Full Speed reingeflogen kommen. So, ich versuche mal, dem auszuweichen. Der kommt jetzt da. Der fährt auch den McLaren übrigens. Da kommt er. Der ist schon am Hotlappen. Also ich bin auf dem offiziellen Server und der versucht jetzt hier sein Bestes, eine schnelle Runde zu fahren. Vegetation sieht schon mal gut aus, Curbs auch. Also es ist rein grafisch, würde ich sagen, echt top-notch. Irgendwie sind ja so komische Schatten über den Bäumen drüber. Keine Ahnung, was da passiert ist, über jedem einzelnen Baum. Also da gibt es wohl noch kleinere Probleme. Okay, Hairpin. Spannend. Also die Höhenmeter, muss ich sagen, gefallen mir schon mal gut. Boah, auch das. Es geht hier den Berg nach unten und du hast keine Ahnung, wo es lang geht.
ist aber flat out am Ende. Oh ja. Und dann geht's wieder nach oben mit einer harten Bremszone. Also Gewichtsverlagerungen am Berg in den Bremszonen. Brake Bias umstellen während dem Fahren könnte sich hier lohnen. Gott, schaut euch mal die Trackmap an. Was kommt da denn jetzt? Ist das die Omega-Kurve? Ich glaube ja. Tatsächlich. Ja. Ja. Und jetzt geht's noch den Berg nach oben. Das ist einfach Sachsenring. Schaut euch das an. Das ist Sachsenring 2.0. Jetzt geht's hier und jetzt müsste eigentlich wieder nach links gehen, aber hier geht's jetzt nach rechts. Aber auch in so eine schnelle Kurve. Flat out. Dann geht's langsam wieder zurück Richtung Startziel. Das hier müsste auch alles flat sein. Und da kommt wieder eine Bremszone. Aber ich glaube, keine so harte. Das ist mehr so eine so ein fliegendes S. Oh, das Setup, das ich drauf habe, ist aggressiv. Nice, ey. Also ich freue mich jetzt schon richtig drauf, die gleich mal ein bisschen schneller zu lernen. Oh, hier gibt es noch so eine Kurvenpassage, die sich zuzieht, die immer enger wird. Das ist auch so ein Klassiker. Und dann kommt Startziel. Und dann müsste es jetzt hier wieder den Berg hochgehen. Da sind wir vorher rausgefahren. Okay. I see, Thielke. I see. Das ist ein cooles Layout. Ich glaube, hier kannst du fast alles racen. Also ein F1-Wagen weiß ich noch nicht, ob der sich hier bocken würde. Aber eine GT3-Strecke? Definitiv. Definitiv. Fast ein bisschen schade, dass aktuell nicht geplant ist, dass hier irgendwann mal größere Serien stattfinden. Ui, da steht er. Sondern, dass das erstmal nur für Fahrradtraining und so gedacht ist. Weil die Strecke hat auf jeden Fall Potenzial. Und man sieht, dass Thielke viele Elemente aus vorherigen Strecken und viele Erfahrungen, die er bisher gesammelt hat, hier mit einfließen lässt. Das ist jetzt keine 0815-Strecke, würde ich sagen. Hier, das erinnert mich so ein bisschen an Kota, den Berg nach oben oder auch an Red Bull Ring. Aber die Kurve zieht da nicht ganz so eng zu wie beim Red Bull Ring, sondern lässt noch ein bisschen mehr Platz zum Rausbeschleunigen. Um Unfälle zu vermeiden, Divebombs zu vermeiden. Dann die Omega-Kurve, die auf dem Sachsenring natürlich ein absolutes Unikat ist. Hier kommt einem schnell mal das Heck mit dem Setup, alles klar. Vielleicht die Traktionskontrolle noch ein bisschen umstellen, gleich beim Racen. Man hat so das Gefühl, das ist ein relativ schneller Kurs. Viel Vollgasanteil auch, aber auch einige spannende Kurven. Aber wenn man mich jetzt fragen würde, was da meine Lieblingskurve von ist, es gibt diese Bergauf-Passage, es gibt diese ganz schnelle Bergab, es gibt hier dieses S. Oh ja, da muss man das Heck unter Kontrolle haben, sonst fliegt man da voll in die Wand. Das S ist spannend und dann kommen zum Abschluss noch die zugezogenen Kurven, die mich so ein bisschen an Hard Lake Complex erinnern, falls jemand von euch kennt. Strecke von Double Zero. Wenn auch die letzte Kurve nicht ganz so eng ist, wie vielleicht anderswo. 2 Minuten 8, also knapp unter 2 Minuten, ist schon auch eine ziemlich lange Strecke. Nice. So viel zum Ersteindruck. Und ich werde jetzt nochmal zurück in die Box gehen und ein bisschen hotlappen. Und dann seht ihr nicht nur, was für eine Zeit ich rausgefahren bin, mit der ihr euch auch vergleichen könnt, sondern ich lasse euch auch noch so ein bisschen meine Gedanken wissen am Ende in einem kleinen Fazit, wo die Strecke wirklich scheint und wo ich noch Probleme sehe. So Freunde, ich bin eine ganze Stunde lang jetzt am Hotlappen gewesen und werde den Wettbewerb wohl nicht gewinnen. Da war noch einer mit auf der Strecke, der hat mich am Ende dann noch geschlagen. Ich war die ganze Zeit vor dem und dann kurz vor Schluss, kurz bevor ich dann gesagt habe, okay, jetzt geht nichts mehr, hat er mich nochmal besiegt. Auch wenn es knapp war. Ich bin mal gespannt, was ihr für Zeiten fahren werdet. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein, wenn ihr am Hotlap-Wettbewerb auch teilnehmt und was für Zeiten ihr rausgefahren seid. Bei mir war es jetzt eine 57,8 oder so irgendwas, 57,6 oder so am Ende. Also da musste ich schon ordentlich schwitzen. Ich glaube, ein bisschen was geht noch, aber das hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Ich finde die Strecke richtig gut. Ist eine Strecke, die ist leicht zu lernen, aber ganz schwer zu meistern. Und die ist nicht leicht zu lernen, weil das Layout so leicht ist. Nein, sondern die ist leicht zu lernen,
weil die Kurven alle so viel Charakter haben, so viel Charme haben, dass sie sich ganz schnell in die Großhirnmembran hier einbrennen und man relativ schnell weiß, wann welche Kurve kommt, einfach weil alle Kurven extrem einzigartig sind. Habe ich so auch schon lange nicht mehr erlebt. Gerade die Bergaufpassagen mit den Hairpins sind richtig stark. Dann diese links, rechts, den Berg nach oben ist so eine richtig geile Kurve. Also das sind auf jeden Fall viele, viele Highlights dabei, muss ich sagen. Und auch viele Kurven, wo man wirklich noch Zehntel rauskratzen kann, wo jeder kleine Fehler sofort dazu führt, dass man nicht mehr an sein Potenzial rankommen kann, also an eine neue Bestzeit rankommen kann. Deswegen sehr, sehr spannend, hat viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, diese doch ja, schwer zu fahrenden Kurven machen es richtig schwer, die Strecke zu meistern, also das Maximum rauszuholen. Das liegt vor allem auch daran, dass die Strecke sehr breit ist und es oft bergauf geht, was dazu führt, dass man doch deutlich unterschiedliche Linien fahren kann. Die Katzenhaare in der Luft. Man kann zum Beispiel die Bergauf-Hairpins, die zwei Stück, die es gibt, ganz unterschiedlich fahren. Die erste bin ich immer so ein bisschen früher anbremsend gefahren, habe versucht dann ganz eng zu bleiben und habe ein bisschen so auf den Exit gepfiffen, auch wenn es danach doch schnell bergab geht. Aber ich fand da den Weg zu verkürzen quasi besser, als auf den Exit zu setzen. Und bei der anderen war es gerade anders. Also da bin ich immer ein bisschen tiefer rein, habe versucht, schnell wieder aufs Gas zu gehen, um dann eine höhere Rollgeschwindigkeit durch die Kurve zu haben. Aber ich gehe davon aus, dass am Ende des Tages beide Linien viable sind. Also da die richtige Linie zu finden, ist wirklich gar nicht so einfach und deswegen eine Strecke, die schwer ist zu meistern. Und auch ein gutes Setup zu bauen, wirklich nicht einfach, ist eine relativ bumpy Strecke. Die Curbs sind an manchen Stellen sehr hoch, wo es dann doch schwierig ist, drüber zu gehen. Und trotzdem willst du eigentlich ein relativ weiches Fahrzeug, das gut durch ganz schnelle Kurven durchrollt, da dann die Balance zu finden aus, okay, das Auto hält ein paar Schläge aus, zu ich bin in der schnellen Kurve und will, dass das Heck noch schön durchrotiert, aber nicht überdreht. Richtig, richtig spannend. Habt ihr auch nochmal hier und da ein paar Klicks vorne, hinten an den verschiedensten Stellschrauben gedreht. Habe auch ein gutes Setup, glaube ich, am Ende gehabt. Also ich bin schon recht zufrieden mit der Performance, die ich aus dem McLaren rausholen konnte. Perfekt war es natürlich nicht, aber das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Hinten links wird der Reifen ein bisschen heiß, vor allem bei McLaren. Es war dann irgendwann an so einem Punkt, dass wenn man nur einen kleinen Rutscher, einen kleinen, nicht einen Dreher sofort, sondern nur das Heck bricht ein bisschen aus, ist die Temperatur über 100 Grad gegangen und danach hattest du in den nächsten Kurven gar keinen Grip mehr auf dem Heck. Da muss man dann wirklich vorsichtig sein. Also da auch so ein tolles Spiel mit dem Fahrzeug, mit der Strecke. Genau so wünscht man sich das ja eigentlich. Also ich glaube, da entsteht was richtig, richtig Geiles in Australien und man kann nur hoffen, dass da in Zukunft auch die ein oder andere Rennserie mal Halt macht und nicht nur wie geplant eben die Hobbyfahrer und Auszubildenden. Schreibt mir eure Meinung über die Strecke gerne unten in die Kommentare rein. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen. Und noch eine tolle Strecke ist der Red Bull Ring. Da gibt es ein neues Layout. Haben wir ein Community-Rennen drauf gemacht. War spannend zu sehen, wie die neue Schikane sich ins Racing einfügt. Aber das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.